Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuschauer dieses Kanals hier. Wir haben es geschafft. Wir sind in Bremen gelandet auf der... Oh, es ist hammerwindig hier, ne? Na, wir sind wieder mit dem legendären Bumsbus unterwegs und wir fahren jetzt, ja, wir gucken uns hier die Motorshow in Bremen an. Bremen Classic heißt das, glaube ich, das Ganze hier. Und wir wollen hier einfach mal gucken, was hier so passieren wird. Mal Phil und Paula sind auch dabei. Aber Phil, wenn du was sagen willst, dann musst du hier... Hallo, moin. ...an meine Brust kommen. Ja, Leute, wir gehen jetzt einfach mal rein, starten hier den Tag, würde ich sagen. Gucken uns mal an, was hier so passiert und so. Ich will euch noch mal einmal sagen, im Shop, ne, gibt es jetzt Tassen. Also falls ihr da Bock habt, das Ganze hier ein bisschen zu supporten und mehr so eine Videos haben wollt, denn mit einem Kauf dieser Tasse könnt ihr dafür sorgen, dass es hier weitergeht. Ja, ja, einmal Sprechkäse weg. Leute, also viel Spaß mit dem Video. Wir sehen uns gleich drin wieder. Attacke. Da drüben die Teile Markthalle verlassen. Ja, gehen weiter jetzt hier in den nächsten Bereich. Was uns hier genau erwartet, weiß ich gar nicht. Für mich sieht das in erster Linie jetzt hier erstmal nach so, ja, Dienstleistung aus. Hier sind so verschiedene Autopflegemeister oder sonstiges. Wir gucken uns jetzt hier einfach mal um, was das Ganze hier noch zu bieten hat. Die Essen Motorshow ist wirklich eine ganz große Veranstaltung. Ist vielleicht sogar die größte. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn ihr wisst. Aber hier abgeschnittener TL da, was geht ab, ne? Schöne Langschnauzer TL. Oh, Sünde da. Der Rest vom Auto einfach weg, ne? Aber Leute, ihr seht schon, hier Typ 3 Tragarme. Ich werde wieder hellhörig. Hier sind auch die Teile wieder. Teilemarkt geht weiter. Ich gucke mich um. Wir sehen uns gleich wieder. Oh, haben wir hier eine 12 Volt? Nein, 7 Volt, 6 Volt. Brauchen wir nicht. Leute, also, Attacke. Bis gleich. In diese Richtung war Teilemarkt noch weiter, nicht so ein Dienstleistergeschäft. Wir gehen jetzt hier in diese Halle und ich bin der Meinung, sowas gelesen zu haben wie, guck mal da oben, man sieht das schon, das Ganze wird hier so eine V8, ja, so eine Sonderausstellung sein hier. Und man kann hier schon sehen, wenn man an diesen ganzen Leuten vorbeiguckt, dass hier ordentlich so Hot Rods ausgestellt sind. Und da bin ich jetzt richtig scharf drauf, hier mich mal ein bisschen umzugucken. Weil ich muss sagen, ich finde dieses 50er-Jahre-Tuning und so, oder ist ja teilweise noch älter, ziemlich geil, wenn die Dinger zeitgenössisch, stylisch aufgebaut sind. Was willst du da mehr? So, ne? Also muss man ganz klar fragen. Ich würde sagen, bevor ich jetzt hier alle und jeden wieder dicht labe, geht für euch mal, aber guckt noch einmal hin. Guckt mal hier die Form an, wie die Haube hier so lang geht und dann macht er hier so ein... Also echt nice. Fühle ich komplett so eine Karre. Vielleicht sollten wir auch mal hier nach Dänemark fahren dieses Jahr, aber ich weiß noch nicht genau, ob ich da Zeit finde. Leute, ich würde sagen, für euch in diesem Sinne hier mal ein bisschen Musik ab und dann, ja, kriegt ihr mal wieder ein bisschen mehr zu sehen hier. Also bis gleich. Leute,
wie ihr gesehen habt, diese Hot-Rod-Geschichte ist wirklich klein aufgefahren. Ich bin ein bisschen enttäuscht gewesen. Dafür, dass da hinten so groß angekündigt wurde mit V8 und sowas, war das jetzt echt, ja, nicht die Wucht, ne? Egal. Ich habe trotzdem viele weitere Aufnahmen für euch eingefangen, jetzt von der letzten Halle und auch von der nächsten Halle. Hier geht's weiter schön mit tollen Aufnahmen. Ich kann euch sagen, hier stehen halt viele, viele Klassiker. Es ist doch recht voll und man, ja, drückt sich hier von einer Spalte durch die nächste. Also, und hier ist wirklich für jeden Fahrzeugfreund was vorhanden. Ob es so ein tolle alte BMWs sind hier, ne? Oder ein Land Rover müsste das sein, ne? Ja, das sieht mir nach Land Rover, deutscher Land Rover Club. Auf jeden Fall. Total geil, so eine Karre hier. Also da bin ich auch doller Fan von sowas. Ja, Leute, ihr seht schon, die ganzen Erholungsplätze sind hier ausgebucht. Die Leute sitzen wirklich überall. Moin. Alles voll so, ne? Jetzt wollen wir mal gucken hier, dass wir weiter die Musik ablaufen lassen. Ich würde sagen, bis gleich.
Leute, wir sind jetzt mittlerweile auf der Rolltreppe, fahren hier nach oben auf der Suche nach der Fahrzeugbörse, weil da wollen wir uns mal ein bisschen inspirieren lassen, was der Markt so zu bieten hat. Preise vergleichen, was ist was wert und hier und da. Ich muss sagen, die Autoausstellung war schon interessant, alles wirklich breit durchs Band, aber auch echt voll da unten. Großes Gedränge, war schwer wirklich diese ganzen Szenen einzufangen, ohne dass die ganze Zeit Leute in die Kamera latschen. Ist ja aber auch ein gutes Recht, ne? Also muss ich ja sagen, hat ja jeder hier gleich einen Eintritt bezahlt. Von daher auch der Eintritt echt erschwinglich. Ich würde behaupten, eine Reise lohnt sich immer, Leute. Das habe ich jetzt schon dreimal gesagt. Der Teilemarkt auch echt, ja, wenn man Bock zu stöbern hat und Zeit hat, sollte man das mitnehmen. Wir sind hier echt komplett unterwegs. Jetzt hier noch ein paar Etagen hoch und dann geht's hier gleich los. Wir zeigen euch Karren, die ihr kaufen könnt. Ach, guck mal hier. Schaut's euch an. Die Youngtimer, Alter. Die Oldtimer von morgen, ne? Schöne 190er Benz hier mit tollen Felgen. Wer Bedarf hat, ne? Porsche 9. Was ist das? Alter, was ist denn das mit diesem runden Heck, ne? Da müssen wir noch mal Spein gehen, ne? 928, Alter. Hier schöner Porsche 928. Ich finde das Ding ganz scharf. Ja, ihr seht schon, hier ist jetzt wieder ordentlich Menschengedränge. Och, Kinder. Was soll ich hier denn zu sagen? Schöner Typ 3 TL, Kurzschnauzer. Gefällt mir richtig schön. Auch eine tolle Farbe. Könnte Java-grün sein, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. 16,9 finde ich jetzt gar nicht so schlimm, wenn das Auto wirklich gut ist, wie es ja auf den ersten Blick aussieht. Aber ihr wisst ja, der Schein kann drüben, ne? Die Händler gehen rüber, machen den toll sauber und von unten sitzt der Gammel. Also aufgepasst. Hier roter Käfer, erinnert an Nellys Käfer. Aber ob das jetzt, ja, was ist das für ein Rot? Ist das Marsrot? Ist das ein anderes Rot? Sieht auf jeden Fall ein bisschen anders aus als unser Rot. Leute, ich würde sagen, Mucke geht ab jetzt hier. Guckt euch um. Viel Spaß, ne? Bis gleich. Geschafft. Bremen Classic, die Motorshow ist hinter uns gebracht. Und ja, ich will euch noch mal kurz sagen, ich lag jetzt echt die Woche da hinterher flach, Alter. Ich hab mich da irgendwie versteckt da oder so, Alter. Irgendeiner hat mich mit Viren bekeimt. Keine Ahnung, was genau passiert ist, aber mir ging es nicht gut. Trotzdem muss dieses Ende ja hier noch einmal gefilmt werden für euch. Und ich will euch sagen, wir haben ein bisschen Ausbeute gemacht. Und zwar haben wir schön vom TÜV Nord einen Zollstock gesponsert gekriegt, dass man auch mal messen kann, wie lang was ist oder so, ne? Also, Top-Sache. Danke nochmal, Mike. Außerdem haben wir hier eine schöne Kiste mit tollen Waren. Da haben wir echt uns nicht lumpen lassen und so ein paar Kleinigkeiten noch gekauft. Nelly hat hier für einen Schnapperkurs für ihren Käfer schön diese Lufteinlässe hinten in der C-Säule, ne, für die Zwangsentlüftung, sich gegönnt. Die waren so günstig da zum Messepreis. Da musste sie einfach zuschlagen für nur 20 Euro. Ja, außerdem haben wir hier Sicherungen gekauft. Ich zeige euch die Ware mal. Das ist hier so ganz originale alte Bagelit-Dinger. So eine Torpedosicherung hier.
Tschüss. Hier füllen wir von oben so rein, dann sieht man da nochmal. So eine Torpedosicherung sind das hier, ne? Ganz toll. Aber halt, wie gesagt, das Zeug dazwischen noch aus Bagelit und kein Plastik. Gute alte Ware wollte ich lieber haben. Außerdem haben wir hier so eine, auch für einen Pollenkurs gab es die, so eine Batterietrennschalter gekauft. Mal eine Batterietrenn will man ja immer mal bequem. Ich bin echt Fan von den Teilen so. Deswegen einer für Nellys Käfer, einer für meinen Käfer oder für irgendwas anderes. Ja, und dann ging es hier wieder weiter und Teile für den 67er Käfer. Diesen Baumzug hat mir schon mal einer von euch Abonnenten zugeschickt, allerdings mit einem weißen Knauf. Und ich will ja detailgetreu meinen 67er aufbauen und beim 67er gehört ein schwarzer Knauf ran. Deswegen habe ich mir diesen Zug hier nochmal gekauft, der war günstig. Und hier dieses, ne, ein Haubenschloss noch für vorne gegönnt. Ja, das ist unser Ausbau. Der Phil hat sich noch für seinen Typ 3 einen neuen Hauptbremszylinder gekauft. Originales ATE-Teil, gab es zum Schnabbi-Kurs, haben wir mitgenommen so. Ja, Leute. Und dann ist ja jetzt hier gerade die Möglichkeit, diese Tassen, ne? Genau diese drei Modelle hier, die könnt ihr nun gerade im Shop kaufen, wenn ihr Bock habt. Ich will euch sagen, wenn ihr so eine kauft, macht ihr mich happy damit, ne? Und euch selber natürlich auch, weil der Kaffee schmeckt bestimmt richtig toll aus so einer Tasse. Ich werde das selber mal probieren. Ja, Leute, ansonsten hoffe ich, euch hat dieses ganze Video von der Bremen Classic jetzt hier gefallen. Ich habe ein paar Eindrücke für euch einfangen können und auch der Zusammenschnitt ist euch gerecht geworden. In diesem Sinne will ich jetzt tschüss sagen. Nächste Woche Montag um 16 Uhr geht es auch weiter mit dem Bus. Ich weiß, ihr seid heiß drauf, dass der Content passiert. Und das Video ist auch schon, da ist schon was passiert. Ich konnte jetzt die letzte Woche halt nicht viel weitermachen. Deswegen kommt jetzt auch dieses Bremen-Video. Aber ist ja auch Latte. Leute, bis nächste Woche. Macht's gut bis dahin. Bleibt mir alle gesund und schaltet unbedingt wieder ein. Lasst auch echt gerne mal einen Kommentar da. Und vielleicht habt ihr das ja besucht, die Motorshow da, die Classic Show in Bremen. Wollt dazu was schreiben? Dann macht das doch unter dem Video jetzt hier oder so. Gut, Leute, ich sag jetzt tschüss. Haut rein. Habt's gut. Tschüss.